Ja, Leute, willkommen zu New Super Luigi U. Ein weiteres kleines Mini-Let's Play, Let's Show. Und zwar, wie ich das schon das Ganze zu New Super Mario Bros. U gemacht habe. Ich glaube, so hieß der Teil. Werden wir jetzt 3, 4, 5 Parts vielleicht mal machen, gemeinsam. Um einen kleinen Einblick zu bekommen. Ich werde es nicht durchzocken, das schon mal von vorne weg gesagt. Aber wie gesagt, mit euch ein bisschen anzocken. Ne? Mal schauen, was sich da geändert hat. Ich gehe mal davon aus, dass sich nicht viel geändert hat, außer dass man da jetzt natürlich Luigi steuert. Der wird wahrscheinlich ein bisschen besser springen können, höher springen können. Besser würde ich nicht sagen, aber höher. Man hat gerade gesehen, nur Marios Mütze war zu sehen. Am Tisch. So, wir fangen wieder in Eichenhain an und gehen mal das erste Level an. Yeah! Alles klar, schon mal ein schönes Schild. Du bleibst stehen! Kleiner Banause, du. Oh, macht er hier den Pro-Gamer oder was ist da los? Das ging schon mal fast schief. Das ist die erste Coin. Ich werde natürlich jetzt hier bei einem kleinen Mini-Let's Play nicht versuchen, hier alles einzusammeln oder sowas, um dann noch hier die Zeit zu vergammeln oder so. Nee, nee. Oh! Ich gehe mal davon aus, dass man dieses Kostüm hier braucht, oder? Stimmt. Naja, egal. Lassen wir die einfach da sein. Wie gesagt, ist ja nur ein kleines Let's Show. Mal gucken, wie lange ich das... Oh, Scheißendrick! Alles klar, damit wäre Level 1 beendet. Ohne Tod. Was geht ab? Was geht da ab? So, Level 2, Schiefer Bergwerk. Hier sind bestimmt wieder irgendwelche Geheimnisse, oder? Wow, 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 wow. Hier vielleicht so schon? Tatsächlich. Woo! Egal. Sind die Levels eigentlich anders? Ich weiß es nicht. Ich muss dazu sagen... Oh Gott. Ich muss dazu sagen, ich spiele... Die CD-Version. Das Spiel gab es ja erst als Download. Und jetzt vor kurzem als CD-Version rausgekommen. Ich habe es mir nicht gekauft, ich habe es mir nur ausgeliehen. Nur um das da zu sagen, falls das jemand interessiert. Fuck! Ich glaube, die CD-Version ist auch ordentlich, ich weiß nicht, 10 oder 15 Euro teurer. Alter, was machst du denn, Junge? Nicht so fast. Hm.
Ja, das sah geil aus, aber das war nicht so geil. Hättest du ja schon an die Spitze springen müssen. Ja, mein Gott, bei so Sachen, die man als Download kaufen kann, dann soll das auch schon sein, dass es billiger ist natürlich als auf CD. Nicht so wie es bei Microsoft, ich glaube, immer noch ist. Es ist bei Sony auch so, ich bin mir nicht sicher. Aber da kannst du auch die aktuellen Titel runterladen, die Minimum genauso teuer sind wie im Laden, also 60 Euro, teilweise auch 70. Wo ich mir so denke, sag mal, seid ihr bescheuert oder so? Wie viele Leute wird es geben, die nicht mal bei Online-Versandhändlern bestellen können, wenn sie schon nicht in den Mediamarkt laufen wollen oder Saturn? Es lohnt doch überhaupt nicht, denn das zu downloaden, Alter. Ich weiß nicht. Wenn ein Spiel Normalpreis 60 Euro im Laden hat, dann sollte das mindestens, also höchstens meine ich, höchstens im Download 50 kosten. Ist doch Quatsch. Aber naja, ich bin mal gespannt, ob sich das dann ändert bei den neuen Konsolen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aufpassen. Oh, da kommt Feuer raus. Okay, da ist eine Coin. Ach man, du Wurstpelle. Was ist da hier? Was ist hier drin? Okay. Eisblume. Leck mich doch. Oh, pass auf. Oh Gott. Oh Gott. Feuer. Was ist denn der Y-Knopf, sag mal? Alter. Das kommt davon, wenn du so selten Wii U zockst, weil der ja auch... Ja gut. Nein! Ja gut, so selten zockst, weil da auch kaum was rauskommt, aber wie gesagt, ne, habe ich noch gar nicht gesagt hier. Nintendo startet ja endlich dieses Jahr die Offensive mit geilen exklusiven Games endlich. Sachen, auf die man als Wii U-Besitzer schon die ganze Zeit gewartet hat, weil ja... Scheiße, Mann. Weil nach und nach die, ja, die anderen Publisher ein bisschen abspringen, weil die Wii U sich nicht so verkauft wie geplant. Ja, ist ja nicht so ein Schlager, Verkaufsschlager wie die Wii. Aha, kann ich das wirklich? Wow, krass. Ja, wirklich? Nö. Speichern? Ja. Speichern schon, ja. Das nehmen wir natürlich mit. Dilit. So, schön. Nächstes Level läuft hier like a pro, man. Maulwurfsjagd. Ey, das war scheiße natürlich. Das war kacke. Ach, fuck. Das kann man schon besser machen. Oh Gott, oh Gott. Yoshi! Alter, spring da nicht runter von mir. Okay, ich muss auch achten, dass... verdammte Kackerwurst. Verdammte Scheiße, was mach ich denn hier?
Ach Mann, ey. Ich wollte gerade sagen, ich musste auch auf das Zeitlimit achten, weil ja bei diesem Spiel ja immer von Anfang an nur 100 Sekunden verfügbar sind. Ey, ohne Witz, wie scheiße bin ich gerade eigentlich. Alter, ich kann doch nicht wahr sein, du. Junge, Junge. Mama, geht scheiße jetzt hier, ja? Kann nicht angehen, Alter. Jetzt ist er sauer, jetzt ist er sauer. Falsche Richtung, Kollege, aber egal. Ist auch nicht so wichtig. Links oben sind Münzen. Hier sind auch noch Münzen. Da ist ein Coin. Ausspucken. Genau. Nein! Yoshi, no! Verdammt, Mann! Haben wir Yoshi verloren. Egal. Aber ich habe endlich das Level beendet. Yeah! Ach, Leute. Oh, Mann, Mann, Mann. Ist auch so schlimm, weißt du? Das ist so unfassbar. Unfassbar heiß aktuell draußen. Selbst am Abend, das ist abends jetzt, weißt du, aber trotzdem schmilzt einfach nur. Das ist so ekelhaft. Das ist so eklig, ja. Oh, ist ein Ballon, Yoshi. Yay. Oh Gott, ne. Aber ja, gut. Spinne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin jetzt aber auch keiner, der dann sagt, sobald es dann kälter wird, oh, ich will den Sommer zurück oder sowas. Ganz, ganz und gar nicht, ey. Verdammte Kackerwurst! Mach keinen Scheiß jetzt hier, Junge. Ich finde Winter ja einen Ticken geiler. Auch wenn beide Vor- und Nachteile haben, aber Winter ist ein Stück geiler. Alter! Junge, war das knapp! Na gut, aber wie gesagt, ab 26, 25, 26 Grad, da wird es einfach nur aufwärts, da wird es richtig eklig. Ab 30 ist es nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Na gut, das sieht natürlich jeder anders. Aber ab 30 Grad ist so ekelhaft. Ja. Mach, sei nicht schüchtern, kleiner Yoshi. Yoshi, sag ich schon. Nö, erstmal reingucken ins Level. Wäre Schwachsinn jetzt direkt das auszugeben. Dieser übelste miese Zeitdruck. Ich kann's gar nicht believen so. Bam! Ach Junge! Der Massive Blatt, ey! So sieht's aus, Kollege! Komm mir nicht zu nahe, weißt du, ich bin gefährlich. Ha 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 ha!